Servus, hallo, Marius mit Wendling, sisu-training.de. Heute die 402 von 365 mit der Vorstellung des neu gegründeten Team Sisu Training. Vergangenen Samstag, also am 16. Januar, fand der erste Kickoff von Sisu Training in Oberursel bei Frankfurt statt. Wir hatten ein doch recht spannendes Vortragsprogramm mit der Caroline Rauscher von Nutritional Fine Tuning, der Wieland Heiser von Post-Tech EU war da und die Birgit Metzler von Ironman Europe, die das sogenannte Tree Club Program nochmal vorgestellt hat, beziehungsweise auch das All World Athlete Program. Also beides so Athletenprogramme seitens Ironman. Ja, und zu guter Letzt haben der Alex Ebert, das ist mein Mitarbeiter seit 1. Januar, und ich dann das neu gegründete Team Sisu Training vorstellen. Und was sich dahinter verbirgt, das möchte ich gerne jetzt heute nochmal hier über den Videoblog nochmal so ein bisschen kommunizieren. Also es gab letztes Jahr, 2015, so eine Initialzündung meinerseits. Ich bin mit dem Pascal Ramali und der Julia Bohn, die jetzt Julia May heißt, zusammen Rad gefahren vor Pascals Debüt als Profi auf der Langdistanz in Zürich und habe dort halt gesehen, dass die Julia ihr Wissen aus zig Langdistanzen, zig erfolgreichen Langdistanzen dem Pascal mitgegeben hat. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das musst du irgendwie als Team verpacken. Denn genau das ist es, worum es geht, nämlich dass man gemeinsam irgendwie die Ressourcen ausnutzt und vielleicht gemeinsam einfach an einem Strang zieht. Und so kam die Idee, ein Team zu gründen. Und wenn man sich die guten oder erfolgreichen Coaches anguckt, wie ein Brad Sutton oder Joel Filial oder wie sie alle heißen mögen, die alle ein Team um sich herum geschart haben und dadurch erfolgreich sind, da kam bei mir auch der Gedanke auf, das einfach in einer Gemeinschaft oder in einer eine Gruppe Gleichgesinnter zu verpacken. Und das ist eben dieses Team Sisu Training, was es jetzt seit Samstag entsprechend auch gibt. Die Vorteile einer Mitgliedschaft beim Team Sisu Training sind die, dass man quasi eine Community hat, also eine Gruppe Gleichgesinnter, die alle irgendwie gleich ticken. Und die alle an einem Strang zusammenziehen wollen. Im Wettkampf ist man vielleicht Individualsportler, aber im Training und im sonstigen Leben ist man dann doch eher in der Gemeinschaft unterwegs. Des Weiteren haben wir natürlich ein internes Forum, was mit wirklich qualitativ hochwertigem Content gefüllt ist. Und der Alex als Teammanager wird auch dafür sorgen, dass da kein Schindluder getrieben wird und kein zu viel Off-Topic-Blabla vorherrscht, sondern dass die Sportler sich wirklich alle relevanten Infos straight to the point angucken können, ohne groß im Forum da suchen zu müssen, sondern wirklich Nägel mit Köpfen machen, was die Informationsweitergabe angeht. Des Weiteren seht ihr hier den Punkt Sisu Wiki. Das ist eigentlich mehr oder weniger das, was ich eigentlich seit Jahren betreibe, nämlich eigentlich Wissen zu sammeln, und eigentlich wollte ich das mal als Buch rausbringen. Aber jetzt gibt es eben die Informationen, die in dem Buch stehen sollten, im Rahmen des Forums. Und wir haben es Sisu Wiki genannt. Es sind aktuell so um die 80 PDFs und wird permanent upgedatet, sodass eigentlich das geballte Wissen, was ich jetzt irgendwie in 25 Jahren Triathlon und über 10 Jahren Coaching angehäuft habe, den Sportlern da auch gefiltert zum Besten geben möchte. Wird so viel Blödsinn meiner Meinung nach in den Foren und Internet-Plattformen da kundgetan. Und ich lese es zwar auch immer und mache mir mein eigenes Bild und habe eigentlich für mich einen Weg erkannt oder Weg rausgefunden, wie ich den Sportlern doch irgendwie zur Hilfe, eher zur Seite stehen kann. Und genau diese Infos, die gibt es eben in dieser Sisu-Wiki-Nummer. Dann haben wir regelmäßig Ask the Coach Webinare geplant. Das heißt, die Sportler können hier regelmäßig Fragen sammeln, und wir werden das wahrscheinlich so um 3 oder 4 Wochen Turnus dann für die Sportler anbieten. Das heißt, die Fragen, die ihr gestellt habt, bekommt ihr dann dort entsprechend auch kundgetan, beziehungsweise wir werden die Webinarplattform auch darüber nutzen, um dann vor den größeren Rennen, also sprich Kraichgau zum Beispiel oder Heilbronn, Rot, Frankfurt, was es da alles geben mag, dann nochmal speziellere Webinare anzubieten für die entsprechend spezifischen Belange der einzelnen Wettkampfstrecken. Dann wird es eine Teambegleitung geben, die ihr vielleicht auch schon mal im Shop bei mir auf sisotraining.de gesehen habt. Die sind jetzt auch verkäuflich. Vorher war der Verkauf quasi gesperrt, jetzt sind sie frei verkäuflich. Also Radhosen, Radtrikots in Winter-Sommerqualität,
beziehungsweise auch entsprechende Wettkampfbekleidung. Dann wird es eine Wettkampfbetreuung geben vor Ort bei den größeren Rennen, also hier auch Kraichgau, Frankfurt Rot. Das heißt, wir werden vor Ort sein und werden uns da jeweils vorm Rennen nochmal treffen können, beziehungsweise sind dann im Rennen oder während des Rennens auch vor Ort, um den Sportlern Support natürlich im Rahmen des Regelwerks dann zu leisten. Gut, dann gibt es Teamtrainings, die es regelmäßigen Abständen, sag ich mal, geben wird. In zumindest Radfahren und Laufdisziplinen. Im Schwimmen sind wir noch am Verhandeln mit entsprechenden Kapazitäten in den Schwimmbädern hier in der Frankfurter Region, sodass wir da auch regelmäßig wieder mal so Teamtrainings anbieten können, die dann quasi für uns sind, sondern mit dem Teambeitrag quasi abgedeckt sind. Und zu guter Letzt das sogenannte Tree Club Programm, was ich eben schon angesprochen habe, was die Birgit Metzler auch am Samstag vorgestellt hat. Das ist quasi eine Mannschaftswertung über das ganze Jahr gesehen. Dort werden die Punkte, die die Sportler gesammelt haben, zusammengeführt und es gibt eine Teamwertung. Und die Idee kam mir 2015 am Ende des Jahres, als ich die Ergebnisse meiner Sportler mir angeguckt habe und deren Punkte addiert habe und gesehen habe, dass ich eigentlich in der Division, die SISU Training begleiten würde, Europameister geworden wäre. Und das möchte ich allen Sportlern irgendwo auch so zur Aussicht stellen. Natürlich müssen sie ordentlich mitmachen und ordentlich performen. Aber wenn es 2016 nochmal so eine Saison wie 2015 werden sollte, dann besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass SISU Training oder besser gesagt das Team SISU Training Europameister der Mannschaften im Ironman werden kann. Und das ist, denke ich mal, ein ganz schönes Ziel für den einen oder anderen, der da vielleicht physisch gesehen keine Chance hat, irgendwo beim Ironman in der AK aufs Treppchen zu kommen. Ist es doch ja, vielleicht ein nettes Ding in der Gemeinschaft, auf jeden Fall dann auch am Ende des Jahres sehr erfolgreich zu sein. Gut, das Ganze machen wir jetzt nicht nur aus reinem Gutmenschentum. Gutmensch, glaube ich, irgendwie auch ein Unwort des Jahres oder sowas geworden oder auf Platz 2 oder so. Machen wir jetzt nicht nur, weil wir irgendwie altruistisch unterwegs sind, sondern natürlich wollen wir ein bisschen Geld dafür haben. Das dient aber nicht unbedingt dem Anhäufen von Reichtum meinerseits, sondern wirklich einfach, um die Unkosten zu deckeln. Und beläuft sich auf 15 Euro monatlich als Mitgliedschaft. Und die Laufzeit ist jederzeit kündbar. Also man ist dann nicht irgendwie fest verankert, dass man jetzt irgendwie seine Seele verkaufen muss, sondern wirklich monatlich kündbar. Und der Alex Ebert ist mein Ansprechpartner, der eigentlich ja quasi der Teammanager. Und ihr könnt ihn erreichen unter alex@sisu-training.de. Und er wird euch alle Fragen rund um die Teambelange beantworten. Jo, das ist es eigentlich in groben Zügen. Abschließend noch eine Sache: Es ist nicht für jedermann zugänglich, sondern es ist nur für Sportler ja, machbar, die SISU Training Bestandskunden sind, sprich SISU Training Pläne bekommen, um einfach zu gewährleisten, dass die Leute, die dort in dem Team sind, alle wissen, wie das Training idealerweise ja, auszusehen hat und alle quasi ja, die gleiche in Anführungsstrichen Philosophie verfolgen. Das war's zum Team SISU Training. Ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen und würde mich freuen, wenn der eine oder andere mitmacht. Ciao!